Hallo? Jemand da? Es klang gerade so. Ich glaube, das klingt hier immer so, als ob jemand schwer atmen würde, wenn man reinkommt. Was ich ein bisschen merkwürdig finde. Ich bin übrigens sehr froh, dass man diese Türanimationen gelassen hat. Die sind nämlich irgendwie total cool. Die nehmen zwischendurch mal die Atmosphäre raus und erzeugen so eine untergründige Spannung. Da drüben müssen wir auch noch irgendwie hin, ne? So. Dann gehen wir mal kurz hier in die Krypta wieder. Wo ich mir wieder mal denke, dass die Tür über uns zumachen. Das kommt mir jedes Mal so vor, wenn ich hier durchgehe. Okay, und schmeiß mal kurz die Maske hier drauf. Müsste ja der hier... Oh, das war nicht der richtige. Hallo? Doch, ist richtig. Hab wahrscheinlich bloß nicht richtig hingeschaut da. Also nicht richtig da gestanden. Oh! Ruhig bleiben, es fehlen noch zwei. So weit sind wir noch nicht, ne? Da bin ich ja mal gespannt, was da rauskommt. Auf jeden Fall scheint da jemand ordentlich geblutet zu haben drin. Gut, hat sich das erstmal für hier wieder erledigt. Das war ja bloß zwischendurch mal kurz zum Abgeben sozusagen. Okay, und dann werden wir mal kurz bei der Schlange nochmal vorbeischauen. Denn wir haben uns da noch nicht weiter umgeschaut dort, ne? Da hat mir dann vorhin doch ein bisschen, sagen wir mal, die Zeit gefehlt. Ich wollte so schnell wie möglich zum Serum zurück. Und vielleicht ist da noch irgendwas drin. Bisher haben wir ja noch nichts wirklich von der Kammer gehabt. Also wir haben zwar ein bisschen Schrotgewehrmunition gefunden, aber mehr haben wir da ja noch nicht draus gewonnen aus der Kammer. Irgendwas muss ja dort noch sein. Ich kann euch auch nicht mehr sagen, was im Originalspiel dort war. So, jetzt müssen wir nochmal schauen. Der Zombie hier. Wie stand der? Der stand auf der rechten Seite davon, ne? Ja. Was machst du jetzt, Typ? Ja, bleib mal schön so, genau. Den lassen wir auch mal so, wie er ist. Ich glaube, wenn die nicht umgeschossen werden, dann bleiben sie auch in ihrer normalen Form. So. Ich hatte gerade irgendwie Bammel, dass hier schon wieder einer ankommt, aber eigentlich sollte der Raum ja jetzt sicher sein hier. Okay, und dann schauen wir uns mal um. Das Schlängelchen, das bleibt hoffentlich, wo es ist. Ah, da hinten leuchtet es doch schon. Das ist schon wieder eine Maske, oder? Jo, Todesmaske. Gut, schauen wir uns kurz an. Hat keine Nase, wie es scheint. Genau, Todesmaske ohne Nase. Das heißt, wir haben 3 von 4... Ich weiß nicht, wo die vierte jetzt ist. Ich dachte schon, die Schlange kommt zurück. Ich weiß nicht, wo die vierte jetzt ist, um ehrlich zu sein. So, das ist aber ein bisschen enttäuschend jetzt, weil uns das nicht weiterbringt. So, die Frage ist, wo ist die letzte Rüstungsschlüsseltür? Wir haben ja noch, also es muss ja mindestens noch eine Tür sein, die man mit dem Rüstungsschlüssel öffnen kann. Und ich glaube, hier oben und im Westflügel ist es nicht. Das heißt, wir müssten mal eventuell... Ja. Have fun. Hier kommen wir ja jetzt nicht mehr vorbei. Der kann uns eigentlich gestohlen bleiben. Das heißt, wir müssten vielleicht mal hier im Ostflügel ins Erdgeschoss gehen. Das meide ich ja so ein bisschen wie der Teufel das Wasser, weil... Wie der Teufel das Weihwasser, Entschuldigung. Weil... Ja, da diese hässliche Galerie ist. Mit den Hunden, ne? Und die finde ich nicht so geil. Muss ich sagen. Gut, drüben war ja noch hier am Ende des Ganges in der oberen Etage, da ist ja auch noch ein Raum, aber da brauchen wir glaube ich... Oh, fuck, Alter! Oh, meine Güte, hast du mir einen Schrecken eingejagt. Oh Gott. Das war jetzt nicht gut fürs Herz. Gut, haben wir ja noch so einen. Es waren doch ursprünglich mal 2 an der Stelle, oder? Ich weiß halt nicht, wenn jetzt die Typen so verwandelt sind und wir sie dann niederschießen, die verschwinden ja dann wieder. Aber bleiben sie dann auch weg? Also bisher bin ich ja keinem dann noch ein zweites Mal begegnet, sondern die sind ja dann wirklich weg eigentlich. Soll ich den jetzt liegen lassen, ist die Frage. Ich mach's einfach mal, glaube ich. So, jetzt muss ich noch mal kurz auf die Karte schauen. Okay, rechts von mir ist noch ein Raum. Was ist denn mit dem?
Gibt's hier gibt's eigentlich eine Tür? Nee, hier gibt's keine Tür. Gut, die Tür war ja so ein bisschen, naja, die konnte man ja nicht so oft benutzen, ne? Ich habe die Befürchtung, wenn wir jetzt durchgehen, fällt die Tür auseinander. So, sind wir wieder hier. Bist du tot? Hoffen wir es mal. Das Wappen des Spencers ist in den Türgriff eingraviert. Aha. So, ich probiere mal die hier aus. Oh, sehr gut. Rüstungsschlüssel verwendet und wir brauchen ihn nicht mehr. Ja, weg damit. Oh, das freut mich. Da habe ich nämlich lange drüber gegrübelt, wo wir eigentlich hin müssen, um den letzten... Um die letzte... Oh ja, diesen Raum. Ich habe mich schon gefragt, wann er eigentlich kommt. Diesen Raum kenne ich noch. War das schon immer mit Glasmalerei? Ich weiß es nicht. Ich nehme als sicherheitshalber die Beretta in die Hand. Denn wir haben ja hier ein paar Krähen sitzen in dieser... Ist er nicht niedlich? So, wir haben ja hier ein paar Krähen sitzen in dieser Galerie. Und hier gibt es auch wieder ein kleines Rätsel zu lösen. Warte mal, wie war denn das? So, drüben haben wir ein Bild. Das sieht aus, als ob es wichtig wäre. Lisa geschützt von den drei Geistern. Drei Geister, aha. Das Bild einer Frau mit Armband, Halskette und Krone. Hm, sehen wir. Die sind auch farblich eingekleidet. Am Unterrand des Bilds ist ein Schalter. Drücken. Nein, 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 nein. Denn wenn ich mich recht entsinne, wenn wir bei dem Rätsel zu früh den Knopf drücken, dann gehen alle Raben auf uns los und das möchte ich nicht. So, Armband, Halskette und Krone. Die sind, ich weiß nicht, die Farben, waren die von Bedeutung? Ich weiß es gar nicht mehr. Orange, lila und grün waren die jetzt, ne? So, gucken wir mal. Das Bild eines Helden mit einem Armband. Aha, da haben wir es doch schon. Es liegt hinter gelbem Glas. Gut, drücken wir hier mal. Grün. So, drücken wir nochmal. Was haben wir denn so für Farben? Okay. Ist wieder gelb. Wir schauen uns mal weiter um. So, hier haben wir rot mit Halskette. Die Halskette war lila. Aha. So, hier haben wir schon mal lila. Das ist schon mal ganz gut. Und hier die Krone. Hinter gelbem wird grün. So, wir schauen mal kurz, wie das hier drüben war. Also die Halskette und die Krone stimmen jetzt, aber das das Armband ist doch orange, ne? Was soll hier gleich nochmal, wenn wir drücken? Das wird grün. Ne, grün ist falsch. Grün ist definitiv falsch. Okay, dann lassen wir das mal, wie es ist. Die anderen zwei müssten ja jetzt stimmen. So, dann gucken wir mal kurz noch. Ne, hier drüben gibt es ja auch jetzt hin, um das zu drücken. Oh, wir können das auch von hier Seite, von der Seite noch verändern. Okay. Nee, das machen wir wieder weg. Denn das müsste stimmen und das müsste stimmen. Das heißt, wir gehen nur noch zu dem hier und ändern hier mal die Farbe. Genau, hier müsste ja eigentlich gelb. Ah, okay, genau. Jetzt haben wir orange. Wunderbar. Jetzt sollte es eigentlich. Ich will mal kurz das Bild hier drüben anschauen. Das einzige richtige Bild hier. Der Titel lautet: Bringe das wahre Licht zu den drei Geistern. Ah, okay, hier haben wir auch nochmal den Hinweis. Das Rätsel ist, glaube ich, im Original ein bisschen anders. Ich glaube, da hat man hier Ölgemälde hängen und da hat es irgendwie mit... Ich glaube, da sind verschiedene Altersstadien von Menschen drauf und man muss die Schalter in der richtigen Reihenfolge drücken oder irgendwie so. Ich bin mir aber... Hör doch mal auf zu krähen hier oben. Mensch, du bist aber auch nervig. So, also das Rätsel, wie es hier ist, kenne ich auch nicht. Muss ich zugeben. So, jetzt wollen wir den mal drücken. Ja, hat funktioniert. Hier hin. Ist das die letzte Maske? Maske? Todesmaske mitnehmen? Ja, bitte. Ach, kommen wir... Dietrich verwendet? Kommen wir hier in den Hinterhof, auf dem Friedhof? Wie kann das sein? Tatsächlich? Ist ja cool. Okay, jetzt bin ich aber definitiv bei der Pumpgun. Gut, und dann schauen wir mal, was wir hier drinnen finden. Denn jetzt haben wir ja alle Todesmasken. Oh Gott, ich will es gar nicht wissen. Jetzt haben wir ja alle Todesmasken.
Und ich bin nicht scharf drauf auszuprobieren, wo wir jetzt hier, also was für ein Vieh wir jetzt hier wecken. Das ist eigentlich gar nicht in meinem Interesse, muss ich sagen. So, erste. Stehe ich wieder nicht richtig davor, kann das sein? So, nochmal. Ja, danke schön. Uh oh. Das kann nichts Gutes bedeuten. Lassen wir es drauf ankommen. Jill, warst du jetzt wirklich überrascht, dass der Sarg runtergekommen ist? Du bist manchmal doch ein bisschen merkwürdig, Mädel. Oh, shit. Der Sarg ist schon offen. Sag mir mal, was drin ist, Jill. Ein Zombie. Also ein Zombie. Wie sieht der denn aus? Bleib schön unten, du Drecksack. Haben wir's? Nein! Könntest du bitte auf ihn ziehen? So, aber jetzt war's das doch, oder? Ja, Blutlache ist da. Wunderbar. Ich glaube, das hätten wir ein bisschen eleganter lösen können, aber der hat gut was weggesteckt, der Junge, muss ich sagen, ne? So, ich sammle aber erstmal hier die Pumpgun-Muni auf. Sammel mal, bitte, danke. So, da haben wir jetzt schon mal 6 Schuss wieder reingekriegt, 5 Schuss ausgegeben. So, was haben wir denn hier drin? Okay, der Schalter ist erstmal dafür, das ist schön. Stein- und Metallobjekt mitnehmen. Ja klar, mitnehmen. Denkst du, ich lasse das hier liegen? Hier gibt es sonst nichts. Die folgende Inschrift sind hier eingebucht, eingraviert. Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ah ja. Okay, das ist das ganze Geheimnis der Kammer gewesen. Also ich habe jetzt doch irgendwie ein bisschen was Schlimmeres befürchtet, muss ich zugeben. Na gut. Kommt jetzt jemand hier oben? Ich habe immer die Befürchtung, dass hier jemand kommt. Nicht, okay. Warte mal, was haben wir denn dabei? Stein- und Metallobjekt. Ich habe eine Idee, wo es hinkommen könnte. Ich weiß aber nicht, ob das funktioniert. Warte mal, bin ich noch gesund? Ja. Ich glaube, dazu gehe ich sogar mal wieder hier durch. Meine Vermutung ist, dass wir das in diesem einen Gang reinpacken müssen. Lass mal hier wieder reingehen. Und zwar hatten wir doch da diese, das gleiche um die Ecke. Diesen Garten, wo der eine Hund gekommen ist und dort stand irgendwas ganz Merkwürdiges mit, weiß ich nicht, irgendwas Martialisches, ich hab's vergessen. Und da war nichts weiter außer einer Einbuchtung. Und wenn ich mich nicht ganz doll irre, dann war die achteckig. Gleich hier müsste das gewesen sein. Schauen wir mal, vielleicht funktioniert das ja. Also ich würde denken, die hat da auch die Form. So, aber hier war ein Hund, ne? Oh ja, du Drecksvieh. Ah, komm schon. Kannst du dann vielleicht mal loslassen? Du dummes Kackvieh. Ich gehe da einfach mal weiter. So, probieren wir das mal. Das brauchen sie jetzt nicht. Okay, stehe ich auch richtig davor. In der Einbuchtung steht... Es ist auf jeden Fall achteckig. Der Schänder des verfluchten Sarges. Genau, das war sowas. Das klingt eigentlich so. Schänder des verfluchten Sarges? Wir haben doch gerade einen verfluchten Sarg geschändet. Ah, es funktioniert. Ich bin begeistert. So, dann haue ich jetzt ganz schnell ab. Und lass den Hund da, wo er ist. Ist mir egal. Die Tür ist offen. Wunderbar. So, das lief nicht so gut, wie es hätte laufen können. Ich weiß. Aber wir sind noch gesund. Erstaunlicherweise. Ich meine, das Tier hat ja doch schon ganz schön rumgeknabbert an mir, ne? So, erstmal die Muni. Her damit. Denn die Gewehrmuni brauchen wir jetzt immer, immer, immer öfter. So, hier drüben haben wir noch... Komme ich denn da hin? Hier ist irgendwas im Weg, kann das sein? Ach, deshalb. Oh, hier haben wir auf jeden Fall schon mal wieder Batterie, die nehmen wir mit. Ich nehme auch mal das erste Hilfespray jetzt mit. Ich weiß, es könnte mir jetzt natürlich einen Inventarplatz... Oh, hier ist eine Tür. Okay, gehen wir erstmal da durch. Ich weiß nicht, was da ist, aber wir gehen erstmal durch. Es könnte mir jetzt natürlich einen Inventarplatz blockieren, aber das lasse ich jetzt mal drauf ankommen. Wir haben noch 2 frei. Das ist ja nicht so übel. Warte mal.
Ah, das kann man sich angucken. Cool. Okay, scheint eine Art Wegweiser zu sein. Für jede Richtung wird ein Ziel angegeben. Nordtal der Zerstörung. Südhöhle des Hasses. Ostgipfel des Irrsinns. Und Westweg der Rache. Sind auf jeden Fall schöne Bezeichnungen für die Umgebung hier. Also das lässt auf jeden Fall Vertrauen aufkommen gegenüber der Landschaft. Da möchte man sein. Gut, schauen wir uns mal um. Oh, stimmt, wir haben einen Punkt gelegt. Barry? Danke für den Hinweis. Zum Glück sind wir da nicht gerade. Oh shit. Okay, Monster in Ketten, gegen das Waffen nichts ausrichten können. Was habt ihr hier für Sachen eingebaut, Capcom? Das gab's doch alles nicht im Original. Eieiei. Oh, wir können das anklicken. Ist ja interessant. Okay, wir drücken einfach mal. Oh! What? Was? Nee, lass mal. Warte mal, was habe ich denn jetzt gerade verrückt? Wo sind wir denn hier? Okay. Das Tor öffnet sich, wenn die Begehren des Hundes gestillt sind. Aha. Eine Statue mit blauen Augen. Sie trägt die Inschrift "Der letzte Atemzug der Zerstörung". Okay. Eine Statue mit roten Augen, sie trägt die Inschrift "Der Kampfschrei der Rache". Ach. Wir haben noch gerade... Also, hab ich ja Glück gehabt, dass ich gerade das Ding angeklickt habe. Ich wollte eigentlich bloß schauen, ob hier irgendwas liegt. Wir haben doch hier ein rotes und hier drüben war noch ein blaues und hier drüben war noch ein rotes Windrad. Okay, Zerstörung und Rache. Und wir haben ja auch diesen Wegweiser gesehen. Da standen auch irgendwelche solche Sachen, ne? Mal schauen hier. Not. Oh, ich glaube, wir haben es direkt richtig ausgerichtet, wollte ich sagen. Das Blaue. Nordteil der Zerstörung, Höhle des Hasses, Gipfel des Irrsinns, West ist Weg der Rache. Okay. Das heißt, wir machen Rot mal auf West. So. Sieht gut aus. Sieht gut aus. Oh, ein Traum. Das war ja jetzt im Schlaf gelöst, das Rätsel. Mensch. Warum kann das nicht immer so klappen? Das wäre schön. Gut, okay. Ich schau mal, wo ich hinkomme. Bitte nicht zum in Ketten gelegten Monster. Das fände ich nicht so geil. Waffen sind ineffektiv. Haben keine... Hi. Waffen haben keine Wirkung mehr. Da bin ich ja mal gespannt. Ich hoffe, dem... Eigentlich ist die Hoffnung total blöd. Natürlich begegnen wir dem irgendwann. Ich wollte hier drauf schauen. Warum hoffe ich eigentlich, dass ich dem nicht... Hey, 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 bleib mal ruhig. Warte mal, ich rüste mal hier wieder die Pistole aus. Ah, komm schon. Wo ist er denn? Oh. Ich glaube, ich habe gerade für Ärger gesorgt. Nein, 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 nein. Lassen Sie mich mal in Ruhe. Noch einer? Oh, komm schon. So, ich muss bloß auf mein Leben achten hier. Ist noch gelb, okay. Okay. Also hier ist das automatische Zielen wirklich essentiell wichtig. Ah, Mist. Einmal nachladen. Ja. War's das? Ich glaube, das war's. Okay, jetzt haben wir ordentlich was abgekriegt hier. Nehmen wir mal das Grüne. Okay, das reicht schon. Sehr gut. Aber zumindest haben wir jetzt Ruhe. Das ist ja schon mal was. Okay, ich lade mal ganz kurz. Nein, nicht damit. Ich lade mal ganz kurz nach. Wir haben ja zum Glück einiges an Pistolenmuni und die bringt uns ja im restlichen Verlauf des Spiels auch nicht mehr so viel. In dieser Einbuchtung steht geschrieben: Wenn der Wind über die Erde weht, scheinen die Sterne am Himmel. Ne, sag mir jetzt nicht, dass ich dieses Windsymbol brauche, das wir da gefunden haben.
Och nee. Diese Einbuchtung ist etwas eingraviert. Zwei vertikale Striche, ein Kreuz und drei horizontale Striche. Könnte das eine Art Symbol sein? Okay. Schauen wir uns mal weiter um. Gibt's hier irgendwas? Nee. Wir brauchen sozusagen nach dem Windsymbol noch drei weitere Zeichen. Na, da bin ich ja mal gespannt.